war denn sozusagen der wichtigste Beitrag, den Sie oder den jemand anderer geleistet hat? Also was war sozusagen Ihrer Meinung nach sozusagen das auslösende Moment, ja, was Fridays for Future, was ein neues erneuerbare Energiegesetz, was eine tolle Erfindung, was denken Sie, was war das? Und ich gebe jetzt einfach das Mikrofon, so, ich will beginnen bei mir gleich, und Sie sagen kurz nochmal Ihren Namen, was sozusagen so im Kern Ihre Expertise ist, und meine ist ja die Moderation. Wolfgang Bernhauer. Ja, ich bin der Karl Dotter, komme aus Muri. Erneuerbare Energien ist für uns nichts Neues. Und wenn jetzt der Moderator sagt, ich soll nicht zurückdenken, bitteschön, ich muss zurückdenken jetzt, weil wenn alle begonnen hätten, vor 30 Jahren, wie wir begonnen haben mit erneuerbaren Energien, sei es mit Biodiesel, sei es mit Nahwärme, mit Biogas, Ökostrom, Photovoltaik, mit den Menschen der Region, ist schon ein Punkt, wie gehen wir es an, dann wären wir heute nicht so weit. Wir erzeugen fast 100% erneuerbare Energien. Wir haben in der Region Murek, wenn man das umlegt auf die Menschen, 2 Tonnen CO2 emittieren wir, nicht mehr. Wenn alle das gemacht hätten, vor 30 Jahren begonnen hätten, dann müssen wir nicht diskutieren heute. Und die einzelnen Parteien nach der Wahl brauchen auch nicht diskutieren, wie gehen wir es an. Heute haben wir keine Zeit mehr zum Warten, wir müssen rasch was tun. Erneuerbare Energien, die Energiewende muss sich rechnen. Wir leben in einem marktwirtschaftlichen System, anders geht es nicht. Und alle müssen profitieren dabei. Da müssen wir den Weg finden. Und wir haben das Gott sei Dank geschafft. Wie haben wir es geschafft? Mit informieren, informieren, informieren. Jetzt hör auf, korrekt informieren, alles auf den Tisch legen und die Menschen mitnehmen. Ohne die Menschen geht es nicht. Die Politik schafft es nicht. Die Politik hat Gott sei Dank das, dass sie sich gerne dorthin stellt, wo viele Menschen stehen. Und wir müssen die aufbereiten, dass sich die Politik gern dorthin stellt und sagt, jawohl, wir machen es. Es ist gekommen in der ersten Runde das Ideologische. Das hat überhaupt nichts zu tun mit Parteipolitik. Bitte, wenn man da redet über Parteipolitik, über die Energiewende, dann stellt es den Karl Dotter, viele Haare hat er nicht mehr, stellt es in die Haare auf. Ne? Das ist ein Thema, was alle angeht. Wir müssen unsere Lebensgrundlagen, unsere und unsere Kinder und Enkelkinder dementsprechend schützen, die wollen auch noch eine intakte Umwelt. Ich unterstütze sehr die Jugend. Die Greta Thunberg ist ein Geschenk vom Himmel, Gott sei Dank. Leider ist sie nicht schon vor 30 Jahren, ist heute gekommen, schon eh gewesen, dann hätten wir das Thema nicht. Das wäre zum Einstieg einmal das Erste. Dankeschön, ich glaube, ich brauche mir nicht mehr vorstellen. 2035 zurückdenken und denke, damals 2019 hat sich der Kapitalismus durchgesetzt. Ja, da haben die Leute angefangen zu rechnen, was kostet die Atomenergie wirklich. Ja, da haben sie gesagt, wir können uns nicht mehr die Förderung von den Fossilen können wir uns nicht mehr leisten und nicht einmal die Militärs, die da herunter jetzt irgendwelche Anlagen schützen, sondern wir rechnen jetzt einmal ganz beinhart durch, was kostet die erneuerbare Energie, was kostet die fossile Energie, was kostet die Nuklearenergie, und auf einmal war das alles ganz einfach und es hat nur mehr erneuerbare Energie gegeben. Also 2019 im November, ausgelöst durch diese Solarpreisveranstaltung und auch gestützt auf diese 60 Bezirksratserfolgsmeldung, hat sich in der Tat nicht nur die österreichische, sondern auch die europäische Parlamentarier, sagen wir, die Rahmen der politischen Entscheidungsträger zusammengetan, um eine neue Energiemarktordnung zu entwerfen, die es ermöglicht, dass alle erneuerbaren Energiebereitsteller gleichen Zugang haben, gemäß lokaler Bedingungen und auch in einem gewissen Rahmen, der es ermöglicht, dass 100% erneuerbare Energien ohne bürokratische Hürden und Auflagen und so weiter umgesetzt werden. Diese legislative und auch regulatorische, rechtliche Architektur gibt es, man kann sie schon sehen, es gibt Entwürfe dazu. Die haben sich tatsächlich zusammengesetzt und das ausgearbeitet. Und die haben entdeckt, dass wir in Europa, aber auch weltweit im 4. Weltkrieg stehen. Der 3. Weltkrieg besteht schon. Das ist der Weltkrieg, der
nie aufgehört hat nach dem Zweiten Weltkrieg und in einen Ressourcenkrieg umgewandelt wurde. Nahen Osten, Südchina, die kalte Kriege, aber auch heiße Kriege, die überall geführt werden. Über 60% der Kriege sind fossile oder auch Energiekriege. Diese Kriegsführung findet hier statt durch unsere konsumpolitischen Abhängigkeiten international und national. Diese Entdeckung, dass wir den Krieg gegen die Natur führen, gegen uns selbst, haben wir dann Vierten Weltkrieg genannt. Und nur durch diese Zusammenarbeit in der Kollaboration der überparteilichen und nichtparteilichen Selbstfindung diese Energiemarktordnung umgesetzt. Und auch innerhalb von, ich glaube, 2 Jahren war es damals nicht so aufgebaut, dass wir dann in der Tat heute 100% erneuerbare Energien haben. Ja, 2035 feiert Eurosolar den 46. Geburtstag und ist ganz glücklich, weil die Ressourcenwende geglückt ist. Für mich heißt es, dass sich auch das soziale Umfeld und das baukulturelle Umfeld wesentlich ändert, um diese energieproduktiven Häuser bauen zu können. Das heißt, auch die Entwicklung einer neuen Ästhetik ist notwendig, die diese Verständnis bringt für diese neuen Gebäude, die sehr viel Energie erzeugen, die nicht nur ihren eigenen Energiebedarf, sondern auch den für Mobilität und andere Dinge abdecken können. Das ist möglich. Und 2035 habe ich viel mehr gebaut, als ich zurzeit bauen kann. Und damit ist die Ressourcenwende im Baubereich, soweit ich sehe, sehr gut schaffbar. Ich bin Mitglied vom Nachhaltigkeitsausschuss der Architektenkammer. Wir haben eine Stellungnahme abgegeben zur Mission 2030. 2030 konkret heißt das, weil wir die sehr unzureichend finden, wo dann im Detail diese vielen Maßnahmen aufgelistet sind, die notwendig sind, von der höheren Effektivität bis zur Mietrechtsänderungsgesetz und so weiter. Da können Sie nachschauen, das Kochrezept liegt vor für 2035 100% erneuerbare Energie. Ja, Reinhold Lang von der Johannes Kepler Universität in Linz. Meine Disziplin, die ich da vertrete, sind Kunststoffe, also das berühmte Plastiksackerl und natürlich noch viel mehr. Und ich werde immer wieder gefragt, wie kommt jemand aus dieser Disziplin in diesen Bereich hinein? Relativ einfach, auch Kunststoffe sind aus fossilen Energieträgern gefertigt, fossilen Rohstoffen. Und wenn man die Systemkette mal wirklich ganzheitlich durchdenkt, dann landet man natürlich bei diesen Problemen, die hier diskutiert werden. Zum Jahr 2035, es ist heute mehrfach gefallen, im Grunde das, was wir uns hier vorstellen, und das ist ja fast eine Wohlfühlveranstaltung, und ich glaube, es ist eigentlich auch Zeit, ein bisschen aufzudecken, nein, es geht nicht um Wohlfühlveranstaltungen hier. Ich habe Erlebnisse in den letzten Tagen, so leicht wird das nicht zu schaffen sein, und die beginnen schon an den Diskussionen, die wir heute schon als Anmerkungen gehört haben, Fridays for Future und Extinction Rebellion. Ich bin nicht mal sicher, wie viele hier über Extinction Rebellion informiert sind. Fridays for Future kennt jeder. Als Akademiker sind wir natürlich verpflichtet, uns diesen gesellschaftlichen Transformationsbewegungen auch entsprechend zu stellen. Und da gibt es jetzt einige Elemente, die mit Fridays for Future und Extinction Rebellion nicht assoziiert werden in der Breite, die aber ganz wesentlich sind für die gesellschaftliche Transformation, über die wir hier reden, die wir 2035 oder 2050 haben wollten. Und das Erste ist zunächst einmal, es geht nicht nur um Energie und Klima, sondern es geht um den gesamten Biodiversitäts-, um Environmental Emergency. Und es geht in dem Sinne, hat uns die Jugend in einem Jahr gezeigt, wie man gesellschaftliche Transformationsprozesse ankickt. Wir brauchen nie Mehrheiten, wir brauchen die Politik dazu, also so zu tun, als wäre das keine Frage der Politik. Natürlich ist das eine Frage der Politik, aber die Frage ist, wie kicken wir diese Prozesse an? Und das hat die Jugend vorgezeigt, und ich glaube, symbolisch war die Überfahrt von
Greta Thunberg in die Vereinigten Staaten, mit einem Segelboot alle Botschaften zu verdichten, in der Form, alle, die das Bild kennen, dort ist der ganze SDG-Kreis drauf zunächst mal, und dann steht gleich daneben, a race we must win. Und das symbolisiert natürlich, es geht um die ganzen Fragen der SDGs, die uns die United Nations 2015 über 190 Nationen verabschiedet haben, dort die Energie- und Klimathematik eingebettet zu haben. Und es muss schnell gehen. Also wir haben nicht viel Zeit, also bei 2035, da sind wir uns einig. Die zweite wichtige Botschaft, die auf dem Segel ganz groß steht, unite behind the science. Also die Forderung der Jugend ist, der Wissenschaft entsprechend mehr Gehör zu schenken. Jetzt ist das natürlich auch nicht ganz so einfach, weil die Wissenschaft natürlich auch nicht ganz in einer Sprache spricht. Aber wenn wir im Klimabereich, Energiebereich zunächst IPCC als die Messlatte hernehmen, dann kann man das, was da produziert wird, unterschiedlich lesen. Und man kann es auch über die Zeitachse unterschiedlich lesen. Und die es genau verfolgen, werden merken, eigentlich werden die Aussagen immer, immer kritischer, von sehr vorsichtig bis zu sehr pointiert. Und dann kann man auch noch die Wahrscheinlichkeiten lesen. So, und dann passiert Folgendes, dass die Jugend in, weltweit und in Österreich sich dieser Sache annimmt. Und ich hatte das Vergnügen, in Graz beim Panel dabei zu sein, bevor sie die 6 Forderungen, die sie jetzt am 23. September, also noch vor der Nationalratswahl, veröffentlicht haben. Diese 6 Forderungen zu lesen, und da stehen die Zahlen drinnen. Und da stehen, vielleicht darf ich kurz zum Prozess sagen, der Raum war etwa so groß wie der hier. Außenrum standen Stühle, in der Mitte saßen alle am Boden. Und meine Fragestellung war eigentlich, wie kriegen die das überhaupt hin, nicht in einem Chaos zu versinken. Die haben 12 Symbole aus der Gebärdensprache übernommen, die haben sie vorher verteilt, die kennt jeder. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, muss ich sagen. Da wird vorbereitet, präsentiert in einer Art und Weise, wie ich es mir im akademischen Bereich an Universitäten wünschen würde. Und dann wird mit Symbolen gearbeitet wie, dreh dich nicht im Kreis, längst verstanden Argument, die Hände gehen hoch, wir stimmen zu, kommt zum Punkt. Also ich muss sagen, für mich war das ein Erlebnis, und wie ich das Papier dann danach gelesen habe, jetzt mag man zustimmen oder nicht, das Papier ist zumindest selbst konsistent. Das ist das, was wir aus den Wissenschaften fordern. Und da kommt dann dabei heraus, 50% Reduktion bis 2025, 2030 netto null CO2-Emissionen für Österreich. Das ist schon mal eine Ansage. Dann würde ich sagen, schauen Sie mal zu Extinction Rebellion. Die sind noch ein bisschen aggressiver. Und das hat jetzt damit zu tun, mit welchen Eintreffenswahrscheinlichkeiten die Risiken bewertet werden von den IPCCs. Und ich bringe es plakativ auf den Punkt. Mit Mittelwerten und Mittelabschätzungen zu arbeiten, ist eine Sache. Aber würden wir wissen, dass von 100 Flügen 20% oder von 10 Flügen 2% der Flugzeuge abstürzen würden, würde keiner von uns mehr in ein Flugzeug einsteigen, geschweige denn würden wir unsere Kinder damit fliegen lassen. Also wenn man diese Aspekte heranzieht, dann kommt man zu viel radikaleren Schlussfolgerungen, als in der Mainstream-Politik heute genannt werden. Und Extinction Rebellion kommt dann da auf die Ergebnisse und sagt 2025. Also wir haben jetzt ein Spektrum von 2050, Mainstream sage ich mal, European Policy 2045 bis runter 2025. Das ist der Korridor, und dieser Zielkorridor, würde ich mir wünschen, hat allgemeine politische Akzeptanz. Wenn wir das mal akzeptieren, dann wären wir schon viel weiter. Meine These ist, so weit sind wir heute noch nicht. Es gibt politische Gruppen, die dem näher stehen. Es gibt politische Gruppen, die das im Wording vielleicht vertreten, aber in den Aktionen bisher überhaupt noch nicht sichtbar machen. Soweit zum Ja, vielen Dank, vor allem auch für die letzte pointiertere Stellungnahme. Ich denke mir, das gibt das Feuer vielleicht für die Publikumsdiskussion, die wir jetzt auch brauchen, weil, wie der erste Redner gesagt hat, es beginnt jeder Veränderungsprozess auch an der Basis und mit den Leuten, die das mittragen, auslösen, und wir brauchen viele Menschen, die sich damit beteiligen. Und Wolfgang, ich würde bitten, dass du das Mikro nimmst.
ja, und rumgehst mit dem. Ich würde mal bitten um die ersten drei Wortmeldungen oder Fragen aus dem Publikum. Oder Franz, danke. Ja, wer möchte an das wirklich sehr hochkarätige Podium eine Frage stellen? Und ja, bitte, da ist eine Frage und da eine zweite und da eine dritte. Wir machen jetzt einmal die ersten drei Fragen. Die ersten drei Fragen und dann gehen wir weiter. Und bitte sagen Sie kurz den Namen, woher Sie kommen und vielleicht von wem Sie die Frage beantwortet bekommen wollen. Ja, grüß Gott, mein Name ist Franz Dorner, ich komme aus Kärnten. Ich habe vor 15 Jahren begonnen mit Photovoltaik, habe jetzt über eine Megawatt gebaut und das läuft gut, das entwickelt sich. Es gibt immer Probleme mit den Genehmigungen, das ist heute noch so, das muss vereinfacht werden. Aber jetzt zum Problem, wir müssen eigentlich die Leute aufklären, da suche ich die Experten. Wenn man denkt, man baut jetzt also in Hinkley Point wieder ein Atomkraftwerk und wenn man die Zahlen hört, man braucht 10 bis 12 Cent für das Kilowattstunde Strom, Einspeisetarif auf 35 Jahre wertgesichert, garantiert, damit man wirtschaftlich überleben kann und dann baut die EU noch immer Atomkraftwerke, also da muss sich gravierend was ändern und es hat ja vorher schon geheißen vom Professor, wir brauchen dazu auch die Politik, also so kann es wirklich nicht sein und dass man bei jeder kleinen Anlage gibt es immer Probleme mit Genehmigungen und so weiter und so fort, das muss eine Masseninvestition werden, ansonsten glaube ich, sehe ich keine Chance, dass das geschafft werden kann, ich weiß nicht, wer dazu die Antworten gibt. Ja, bitte, zur nächsten Frage, die war da rechts vorne und dahinter die Dame. Ja, guten Tag, mein Name ist Harald Weinhofer. Ich hätte eine Frage dazu und zwar folgendes, wie wird man das Problem sozial lösen? Weil es gibt sozial Schwache, da ist das fast unmöglich, dass sich diese Sachen alle leisten, geschweige denn Elektroauto und andere Sachen. Okay, danke. Dritte Frage. Ja, ich wollte fragen, es wurde erwähnt, dass wir so viel Bewegung in der Jugend haben jetzt, dass die Fridays for Future und so weiter. Und ich finde, wir sollten der Jugend da wirklich entgegenkommen, zum Beispiel auf allen Schulen eine Photovoltaikanlage installieren, wo die Schüler jeden Tag sehen können, wie viel sie geerntet haben. Im Stiegenhaus, ein Messgerät und so weiter, da wird sich es auch in den Familien herumsprechen, weil wenn die Kinder jeden Tag das anschauen, können es zu Hause auch erzählen. Und ich glaube, nachdem viele zum Beispiel Atomkraftwerke errichtet werden, weil wir angeblich den Strom brauchen, also wir könnten ja auf unseren eigenen Dächern den Strom erzeugen und ungiftig. Und es gibt schon Städte wie zum Beispiel Tübingen, da muss auf jedem neu geplanten Haus auch gleich eine Photovoltaikanlage geplant werden. Und das funktioniert auch. Und wenn jemand sagt, er weiß nicht, wie er die Schulphotovoltaikanlagen finanzieren kann, da haben wir gerade gehört, jemand sagt, er könnte mit 20 Cent oder was beim Benzin irgendwas einnehmen, da können wir das verwenden. Okay, danke für die Frage. Franz, wenn du vielleicht das Mikro ans Podium gibst und ich würde jetzt mal fragen, wer von euch da was dazu sagen will. Vielleicht noch ganz kurz auch zur letzten Fragestellung der Dame. Also das Beispiel Tübingen zeigt, dass Energiewende sehr wohl politisch ist, indem ich einfach politische Rahmenbedingungen setze und damit auch gewisse Entwicklungen beschleunige, beeinflusse und in eine bestimmte Richtung lenke. Steuerpolitik hat auch was mit Lenkungspolitik zu tun. Ja. Wer mag anfangen mit der Fragebeantwortung? Ja, bitte. Ganz kurz. Wenn man es nicht machen soll, haben unsere Franzosen gezeigt mit dem Macron. Ja? Nur den Benzin zu verteuern, führt ins Chaos. Wenn man das also nicht flankiert, dann geht das nicht. Ich glaube, das ist einmal inzwischen, in allen Kreisen ist das bekannt geworden, dass man also dann, das machen wir, das, wenn wir über die Pendler schimpfen, dann ist das so, natürlich pendeln die Pendler. Wir werden es also nicht schaffen, in den nächsten zwei Jahren die ganzen ländlichen Bereiche mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie das geht. Aber andererseits muss man sagen, ja,
wollen wir die Pendler eigentlich? Ne? Also so gut ist das auch von der Zersiedelung nicht und von der Landschaftsplanung, von meiner Meinung nach. Das heißt, wir müssen überlegen, auch die Raumplanung ist eine ganz wichtige Sache. Kann man zwar hinterher wenig machen, aber in Zukunft viel. Das mit der Jugend, absolut. Ne? Wir haben in der Anfang der 90er mit der Mülltrennung eigentlich Erfolg gehabt, weil wir mit der Jugend angefangen haben und den Eltern erzählt haben, wie man Müll trennt. Inzwischen verflacht das wieder. Also Eindruck in unseren Projekten in den Neubaugebieten, Mülltrennung ist unmodern, ist nichts mehr sexy. Das heißt also, man muss das dann schon wirklich verankern, aber die Jugend als Vehikel für so neue Ideen ist absolut wichtig. Ja. Ja, wer mag die zweite Frage beantworten zum Thema Hinkepoint? Vielleicht insgesamt ja. Für einen Gebäudebereich als Architekt. Eine Lösung besteht darin, sowohl für die Kosten als auch für viele andere Dinge, dass man gebäudeintegrierte Photovoltaik ausführt. Weil die Photovoltaik natürlich weiterhin Landwirtschaft außer dieser Agrophotovoltaik verbraucht und natürlich verbilligt gebäudeintegrierte Photovoltaik. Das heißt, die übernimmt Funktionen, die sonst andere Gebäudeteile, wie statt den Dachziegeln Photovoltaik, statt der Dachhaut zur Beschattungseinrichtungen, gibt man der Photovoltaik zusätzliche Funktionen. Das heißt aber natürlich, dass man das von Anfang an planen muss. Man muss wegkommen auf der einen Seite von dem gleichen Energiebedarf und den mit Alternativen decken zu wollen. Man muss den Bedarf senken, das sind halt mit Lebensformen zusammen, aber auch im Gebäude müssen wir die Gebäude von Grund auf anders planen. Das ist auch eine kulturelle Frage, weil die Gebäude anders ausschauen. Und wenn die Gebäude von vornherein auch die Siedlungsgebiete, die Raumplanung mit diesem Ziel geplant wird und diese konventionellen Wege verlässt, dass man halt aufs Dach irgendwo ein bisschen Photovoltaik draufstellt, das ist ja schon, dass dann Probleme gibt, sondern das muss grundsätzlich sich die Baukultur dafür wandeln. Und das ist sehr wichtig und insgesamt muss man natürlich auch sagen, das ist ja nicht teurer, das ist ja ein Schritt für die sozialen Schwachen, wenn wir auf alternative Energien umsteigen. Wir dürfen ja nicht nur die Bau- und den ganz kleinen Kostenanteil des Baus sehen oder der Errichtung der Anlagen. Insgesamt ist natürlich das Leben mit den alternativen Energien viel, viel billiger, wenn man die Gesamtbilanz zum Beispiel im Gebäudebereich nimmt. Das heißt, es ist eine soziale Aktion, wenn ich vielleicht ein bisschen teurer baue, ist insgesamt der soziale Schwache natürlich viel, viel günstiger dran. Und nebenbei geht es natürlich auch um ein Umstellen der Ökonomie. Die derzeitige Wirtschaftsform ist ökologiefeindlich, ist eigentlich nicht vernünftig und wir müssen nicht nur die sonstigen Säulen der Nachhaltigkeit verbessern, sondern wir brauchen auch einen ökonomischen anderen Ansatz. Ich meine, ganz kurz, so Hinkley Point ist natürlich ein Beispiel von staatlicher Korruption, die eigentlich der Fokus der EU sein sollte. Wir müssen natürlich uns erinnern, dass die Kohle- und Stahlunion und auch Euratom oder die Europäische Atom-Community sozusagen die Eltern waren der EU und heute immer noch das Sagen haben, in gewisser Hinsicht aus geschichtlichen Gründen. Aber sich davon abzulösen, ist eine Hauptaufgabe und auch eine Hauptforderung von Eurosolar seit Anfang gewesen. Die Umsetzung liegt in unseren Händen und natürlich der Klimawandel ist natürlich ein zusätzliches Argument, den nuklearen Reaktorpark so schnell wie möglich abzuschalten. Denn die fehlenden Kühlwässer, die möglicherweise natürlich immer noch ungelöste Abfallbeseitigung, also die Lösung der Brennstäbe, die verbraucht wurden, aber natürlich auch das mögliche und nicht auszuschließende Verfallen der organisatorischen Möglichkeiten, Managementmöglichkeiten, diesen Reaktorpark überhaupt aufrechtzuerhalten. Es sind über 400 Reaktoren weltweit, die meisten auf der nördlichen Erdkugel,
Wenn nur ein kleiner Teil davon in Richtung Fukushima geht, dann haben wir ein zusätzliches Problem. Das heißt, es ist eine Resilienzmaßnahme höchster Dringlichkeit, diese Reaktoren aus dem Verkehr zu ziehen, nur um selbst zu schützen. Denn viele werden schon abgeschaltet wegen fehlendem Kühlwasser. Erhöhte Hitze bedeutet auch, dass Versagen von Hochspannungsnetzwerken und auch das Durchhängen von Leitungen, die dann auch überhaupt nicht mehr funktionsfähig sind. Das wissen wir alle seit den 90er Jahren, seit Resilienz- oder Vulnerabilitätsstudien gemacht wurden gegenüber dem Klimawandel. Das ist kein Geheimnis. Seit 20 Jahren ist das bekannt. Aber umgesetzt ist es noch nicht. Das ist eine Verteidigungsmaßnahme höchster Dringlichkeit, da auszusteigen. Nicht einfach, aber unheimlich wichtig. Ja, ich kann den Wortmeldungen im Grunde nur zustimmen, aber noch einmal in Erinnerung rufen, vielleicht Atomkraft, wir reden jetzt endenergiemäßig global 2,2%. Worauf ich nochmal zurückkommen möchte, ist, die Diskussion, wie wir sie über weite Strecken verfolgen, läuft im Grunde ähnlich wie in den letzten 20, 30 Jahren auch. Heißt im Grunde, wie glauben wir, dass wir mit dieser Art von Diskussion jene Beschleunigungseffekte erzielen wollen, die wir alle einfordern. Eine Transformation, einen Kurswechsel, der innerhalb dieses Korridors, den ich vorher aufgezeichnet habe, und sogar 2050 ist, höchst anspruchsvoll. Also wir müssen, glaube ich, wirklich lernen, neue Fragen zu stellen. Und diese neuen Fragen, die müssen eigentlich lauten, was sind die wichtigsten Stellschrauben, um diesen Prozess in Gang zu bringen? Da ist natürlich die eine, die ökonomische Stellschraube. Und dann würde ich sagen, dann gehen Sie an Universitäten, Unite Behind the Science. Da gibt es längst an den renommiertesten Universitäten weltweit und letztes Jahr ist ja erstmals auch ein Nobelpreis für Environmental Economics verliehen worden, an die Universität Yale in den Vereinigten Staaten. Und wenn diejenigen, die glauben, das wäre progressiv, dann kann ich nur sagen, gehen Sie nach Oxford. Dort gibt es Institute mittlerweile for New Economic Thinking. Und die gehen nicht nur so weit, dass sie sagen, internalisieren wir auf adäquate externalisierte Kosten jetzt, die Umweltkosten, sondern da kommen ganz andere neue Gedanken über soziale Elemente hinein. Und das Spannendste ist, wenn ich noch aktuell informiert bin, die haben gesagt, für dieses Institut sind uns die klassischen Ökonomen im Weg, die können wir da gar nicht brauchen, so müssen wir anfangen neu zu denken. Wenn wir das jetzt überstülpen auf dieses System hier, und ich glaube, da sind wir in Österreich gut aufgestellt, Sie haben hier den Hans Schnitzer, es gibt einige andere. Natürlich gibt es in Österreich mittlerweile auch Gruppierungen, die sich zusammengetan haben, um sich das zu überlegen. Und wir haben uns vor einigen Wochen Stefan Schleicher, ein Aiginger, ein Karl Steininger, im Umweltökonomiebereich, glaube ich, prominenteste Leute, ich aus dem Technologiebereich, einige andere mehr. Wo suchen wir diese großen Stellschrauben? Und da fällt eines ganz gewaltig auf, wir müssen als nächsten Schritt, und das ist ja heute schon gefallen, das Energiethema verlinken mit dem Stoffthema Kreislaufwirtschaft. Und da tun sich dann einige schöne Lösungswege auf, und dann werden die Stellschrauben sichtbar, von denen ich rede. Unser Ex-Bundeskanzler ist ja nicht müde geworden, im Wahlkampf immer wieder hervorzuheben, 10% des österreichischen CO2-Ausstoßes kommt aus dem Standort, wo meine Universität ist, aus Linz, Stahlindustrie. Gleich daneben ist natürlich die Borealis mit ihrem zentralen Forschungslabor weltweit, also ein Kunststoffhersteller, der geplagt wird durch das Plastiksackerlverbot so ein bisschen, wobei das eine Marginalie ist. Also für die, diese 7000 Tonnen, das spüren die natürlich überhaupt gar nicht, noch dazu die ganzen 7000 in Österreich ohne dies nicht nur von denen kommen. Aber zu glauben, über solche Elemente Umwelt- und Klimapolitik zu machen, ist, glaube ich, fehlgeleitetes Denken. Sondern worüber wir nachdenken müssen, wenn wir die große Industrie, die große Stoffindustrie, ich sage mal OMV, Borealis, Voestalpine,
in Richtung neues Carbon Management, Kohlenstoffkreisläufe zu denken, und es wird bereits diskutiert in den Ebenen. Wenn wir das schaffen und die Großindustrie inklusive vielleicht Zementindustrie in ein zirkuläres Carbon Management bringen, das mit erneuerbaren Energietechnologien anzutreiben ist, woraus natürlich dann folgert, dass sich die Industrie zur Speerspitze der Forderung für erneuerbare Energie macht, und zwar aus dem Eigenanteil, weil plötzlich das Plastiksackelverbot so eine Medienwirkung erhalten hat, dass da Abwehrkräfte entstehen. Die müssen wir mobilisieren. Also Schritt 1 ist wirklich die Großindustrie auf diese Schiene zu bringen. Das wird das Ganze enorm beschleunigen. Dann sind ökonomische Stellschrauben, da gibt es Berufere als mich. Aber es gibt dann einen Aspekt noch, der wirklich auf der persönlichen Ebene liegt. Und auch das zeigen uns schon die United Nations. Und das hat mit unseren täglichen Konsummustern zu tun, die im Wesentlichen Wohnen, Mobilität und Ernährung sind. Bei Mobilität und Wohnen, da hängen wir von Randbedingungen ab, die wir nicht von einem auf den anderen Tag lösen können. Hängt von der Situation der Einzelnen ab. Ernährung, da hat keiner eine Ausrede, von einem auf den nächsten Tag. Und dann wird die Aussage, das Schnitzel darf nicht zu teuer werden, nicht zu einer banalen Aussage, sondern plötzlich steht im Zentrum, wenn wir uns die gesamte landwirtschaftliche Prozesskette anschauen, von der ich immer sage, ich möchte nicht, dass diese Landwirtschaft Biokunststoffe macht, weil sonst haben wir das Palmölproblem und alles noch viel mehr multipliziert. Wir müssen wirklich die Ernährungsgewohnheiten nachjustieren. Und dann stellt sich eine Schraube im Kopf um. Für alle, die das schon mal probiert haben, werden dann feststellen, dann werden andere Dinge viel leichter denkbar. Deswegen ist diese Banalität, von der viele reden, man kann es mit dem nicht lösen, ist meine Einschätzung als jemand, der sich mit den großen Systemen beschäftigt, wie ich das versucht habe vorher auszuleuchten, auf der persönlichen Ebene ist dort die Stellschraube, über die man nachdenken muss. Ich will jetzt nicht plädieren dafür, dass jeder zu Vegetariern oder zu Veganern werden muss, aber 100 Kilo Fleisch hat einen schlechteren Öko-Footprint als 100 Kilo Kunststoff pro Jahr. Das sage ich als Kunststofftechniker. Ja, vielen Dank für die sehr klare Stellungnahme von Professor Lang. Vorne gibt es auch eine Stellungnahme zu den drei Fragen, die auch keine Folge finden werden, wenn wir zeitmäßig schon eigentlich am Ende sind. Und ich mache dann vielleicht noch ein kurzes Abschlussstatement und dann gehen wir in die Mittagspause, damit wir den Zeitplan halbwegs einhalten können. Bin schon sehr gespannt, was für Schnitzel wir da serviert kriegen in der Mittagspause. Ich finde es nämlich immer extrem geil, wenn wir auf einer Veranstaltung sind und dann haben wir Buffets, wo man denkt, naja, den Fußabdruck, den möchte man jetzt lieber nicht anschauen. Wobei ich ja von Eurosol immer verwöhnt bin, die haben immer auch versucht, das ein bisschen ganzheitlich anzulegen. Also ich freue mich schon, dass wir da ein nachhaltiges Buffet kriegen. Und ja, bitte noch letzte Stellungnahme aus dem Podium heraus. Schon als Abschluss, ne? Sag mal, und ich mache dann nochmal kurz Zusammenfassung. Ja, da war die Frage von der Dame, die Kinder, die Schüler. Die Schüler, das haben wir von der ersten Stunde an gemacht. Die Kooperation, die Kinder eingeladen zur Mitarbeit. Ich sage jetzt, wir sind nie bestraft worden, weil die Kinder haben sehr viel gearbeitet bei uns. Nicht wegen Kinderarbeit sind wir bestraft worden. Wir haben die Kinder eingeladen, die Lehrer eingeladen, hier mitzutun, und die Kinder sind unsere Marketingaktivisten. Die kommen nach Hause und sagen, Opa, Oma, so müssen wir es machen. Wir machen so nicht. Aber mit den Enkelkindern, wenn die uns das sagen, dann machen wir das. Das ist das Um und Auf. Kommen Sie nach Murek, schauen Sie sich das an. Hinten liegt ein Falter, wie in Murek. Schauen Sie sich das an, was wir machen jetzt wieder neu zur Bewusstseinsbildung. Das passt in die Ernährung auch rein, was der letzte Beitrag war. Wir sind ja, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn man schon Murek, Murau, all diese schönen Regionen wie Güssing. Ja, das heißt Information, Information. Und ich habe noch eines. Das war jetzt der Wecker für, eigentlich ist jetzt Schluss, aber bitte noch einen letzten Satz. Letzter Satz. Auch die Feuerwehren sind ein Informationsinstrument. Die müssen motiviert werden. Das sind wir in jedem Dorf. Und ich habe jetzt erlebt, einen Tag vor der Wahl, am 28. Feuerwehrwahlfahrt der Steiermark, 1500 freiwillige Feuerwehrmänner waren dort und da hat der Feuerwehrkorat gepredigt, das Thema hergenommen,
Klima, das war toll, bitteschön. Ich habe nicht angestoßen dazu, ich war selber so gescheit, dass das macht er. Ja, kurz noch was sagen? Vielleicht ganz kurz noch zur sozialen Frage. Sie haben gesagt, die Elektroautos sind so teuer. Ich habe das noch nicht durchschaut. Der Motor ist billiger, haltet ewig. Ich habe kein Tanksystem, ich habe kein Abgassystem, ich habe keine Kupplung, ich habe keine Schaltungen. Das Auto sollte eigentlich leichter sein. Ich habe keine Ahnung, warum ein Elektroauto nicht ein Bruchteil dessen kostet, was ein Benzinauto mit Motor und Getriebe kostet. Ja? Da möchte ich den Herrn Schnitzer nur bestätigen, eigentlich vom Gesamtsystem und von systemischen Betrachtungsweisen dieser Mobilitätsform kann es noch billiger werden. Wir sind gerade in einer seltsamen Phase des Umstiegs, wo natürlich die ersten Prototypen immer auch gleich sehr viel Entwicklungskosten mittragen. Die Stückzahlen jetzt nicht und die ganzen Entwicklungskosten werden auf Verbraucherautos umgerechnet. Ja. Aber ich gebe dem Professor Lang recht, wenn er sagt, wenn wir da im Detail an Technologien rumdiskutieren, wir werden die Kurve nicht mehr kratzen. Ja, und ich bin da eigentlich Und wenn wir dann also vielleicht nicht SUVs bauen, sondern Elektroautos, dann haben wir zur Hälfte das Energieproblem der Föst gelöst, weil wir brauchen das Blech nicht. Die Föst produziert fast ausschließlich in Linz Autoblech. Ja? Und wenn wir das Autofahren reduzieren und gleich 3 kleinere Autos kaufen und ein bisschen mehr Kunststoff vom Kollegen Lang kriegen, dann haben wir die Emissionen in Linz auch gelöst. Aber das ist eine Systemänderung, die nicht vorhersagbar ist und die nicht abschätzbar ist, weil das kann niemand modellieren momentan. Ja, die Frage ist ja für mich als Systemiker und ich beschäftige mich selbst mit Transformation von Organisationen und eigentlich habe ich das sehr, wirklich mit Begeisterung beobachtet, mit welcher Präzision die Kräfte ihre Botschaften verbreitet. Und da ist jetzt die Speerspitze Extinction Rebellion auch irgendwie in die Waagschale geworfen worden. Bitte schauen Sie sich das an. Das sind eigentlich, würde ich sagen, die neuen Gandhis unserer Generation, die basiert auf eigentlich die Lehre von Gandhi und seinen Richtlinien zum Thema gewaltfreien Widerstand noch einiges vorhaben. Sie werden von der Gruppe in den nächsten Wochen noch sehr viel hören. Die werden Gas geben und zu Recht. Das heißt, wir müssen vom Gas runtergehen, symbolisch gesprochen, und die müssen uns eigentlich sagen, wie es gemacht werden soll. Das ist aber meine radikale Hypothese dazu, weil ich glaube, wenn wir im bisherigen System, im bisherigen Muster weiterdenken, können wir es nicht schaffen. Es braucht einen Systemwandel. Ja? Und immer wenn es um so Musteränderungen geht, gibt es einen Widerstand im bestehenden System. Dort, wo die Leute am meisten aufschreien, wo es am scheinbar wehtut, da sind wir am richtigen Weg, meiner Meinung nach. Weil dort treffen wir auch natürlich auf den Widerstand der bestehenden Strukturen, genauso wie der Herr Sedlmayr das vorher genau geschildert hat. Die alten Strukturen wehren sich. Sie wollen ja weiterhin im Bestand haben und sie wollen auch gewürdigt werden. Und man muss auch sagen, ja, es war super und toll, dass wir 100 Jahre Zivilisation, technischen Fortschritt gehabt haben. Der hat uns ja an diesen Punkt geführt, aber jetzt ist ein Punkt erreicht, wo wir nicht aus Mangel an Erdöl auf das verzichten werden, sondern weil wir einfach bessere Lösungen haben und bessere systemische Lösungen haben. Und er ist mein Lieblingsprofessor geworden jetzt gerade. Ich gebe ihm noch einmal er darf das Schlusswort sagen zu dem Thema. Und dann gehen wir wirklich in die Mittagspause, weil systemisch gesehen brauchen wir alle auch Energie zum Überleben. Und es ist ganz gut, wenn wir wieder freundlich und gesittet dann, ich weiß nicht, Wolfgang, wann sollen wir wieder zurückkommen, zeitmäßig? 14.30 Uhr befinden wir uns dann wieder hier im Plenum. Ja? Das, über die Hauptstiege hinauf. Aha, über die Hauptstiege hinauf im ersten Stock, oben in diesem Fest. Ja, auf dem Seitengang rechts. Auf dem Seitengang rechts, ich hoffe, es ist ausgeschildert. Oder du führst uns einfach hin. Folgt dem Wolfgang, er geht zum Buffet. Ja, nachdem jetzt das Thema Extinction Rebellion doch nochmal gefallen ist, eine kleine Ergänzung dazu. Ich erlebe in den
Und übrigens, auch das ist eine sehr junge Bewegung, die aber etwas mehr Vorlaufzeit sogar hatte als Greta Thunberg mit ihrem Prozess, weil sich hier einige Sozialwissenschaftler überlegt haben, wie führt man gesellschaftliche Transformationsprozesse herbei. Und die haben alle großen historischen Transformationsprozesse, Gandhi wurde schon erwähnt, Apartheidpolitik, Frauenrechtsbewegung, Frauenwahlrecht bis hin zu Civil Rights Movement in den Vereinigten Staaten. Und die Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Studien sind, erstens, man braucht keine Mehrheiten, sondern es reichen wenige Prozent der Bevölkerung, die entschlossen handeln. Das ist Fridays for Future. Also die Zahl, die da im Raum steht, 3,5%. Zweitens, friedliche Maßnahmen, gespickt mit Civil Disobedience. Aber es soll niemand zu Schaden kommen. Und das versuchen die natürlich, das auf den Boden zu bringen. Bei so großen Massenbewegungen ist gar nicht so einfach. Es ist im März gelungen und jetzt steht, glaube ich, die nächste Aktion an. Drittens, in ihrer Radikalität der Forderung, das ist schon sehr, sehr polarisierend. Also da mache ich Sie jetzt darauf aufmerksam, wenn Sie da hineinlesen. Also meine Erfahrungen sind dahin, dass viele, mit denen ich gut im Gespräch bin, da hört es dann auf und man kann dann nur immer jemand erinnern, für alle großen gesellschaftlichen Errungenschaften, auf die wir heute stolz sind, das hat immer mit kleinen Bewegungen begonnen, die sich unglaublich hart durchsetzen mussten, eingesperrt wurden und dergleichen. Der Hauptstrom war nie dabei. Und die Frage, die sich der Einzelne stellen muss, bin ich auf der Seite oder auf der Seite der Geschichte? Die Chance haben wir heute und die ist wesentlich besser, weil wir diese historischen Erkenntnisse haben. Aber wenn wir uns über die Ziele einig sind, und da orte ich schon bei allen Parteien, das bewegt sich dahin und ob wir dann 2030 oder 2050 sagen, das streiten wir auf der politischen Ebene aus. Aber wenn wir uns über diese Ziele einig sind, dann wird man auch die entsprechenden Wege finden. Und das sind genau die Forderungen, die eigentlich Fridays for Future hat und die Extinction Rebellion in unterschiedlicher Radikalität hat. Aber alle mit friedlichen Optionen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich allen eine angenehme Mittagspause und wir dürfen ja weiter diskutieren. Yeah, but